Also ich begrüße euch recht herzlich in der Akademie für interdisziplinäre Prozesse. Ich bin Lutz Jahnke und es gelang mir, viele zu infizieren mit einem irrsinnigen Blödsinn und alle haben mitgemacht. Und jetzt, was? Ja, und alle sitzen jetzt da, weil wir haben den Irrsinn wirklich wahrgemacht und alle haben mir jahrelang danach noch gesagt, das, was du machst, ist doch total bescheuert. Und inzwischen sind wir in der Mitte angekommen und müssen uns aber den Regeln der Mitte nicht unterwerfen, sondern wir bestimmen sie. Und so auch heute. Also vergesst euer auswendig Gelerntes, jetzt wird's hart. Es ist so, der Schiebig an der Bar da hinten wünscht sich, dass ihr da das Bier kauft und es auch weitererzählt für alle, die gerne bei der Sabine den Betrieb mit Bier kaufen aufhalten, weil bei Sabine an der Bar geht's nur Cocktails. Und Kaffee. Und was? Du willst es Schlenker da schlecht machen? Nein. Ich hab da mein Bier geholt. Sehr gut. Einen herzlichen Applaus für alle unsere Helfer. Stopp. Wir haben heute zwei ganz besondere Gäste. Die eine heißt Annette und ist unsere Schiedsrichterin. Sie wird das Minutenduell führen und sitzt genau hier. Einen herzlichen Applaus für Annette. Außerdem haben wir einen runden Boy auserkoren. Immer wenn ich hier im Herbst schließe, dieses Jahr mit einem großen Happening, das verspreche ich euch jetzt schon, weil ich habe hier eine rundlaufende, 50 Meter lange Sockelheizung gesponsert von meinem Freund Ivan. Die verbraucht unglaublich viel Strom, weil der Laden hier einfach, also ihr wisst schon, also einfach Kühlhaus Offenbach, sage ich euch nur. Und aber teilweise machen wir dann doch Veranstaltungen, aber unser toller Helfer ist nicht einfach nur derjenige, der unsere Kanzlerkandidaten mit dem nächsten Gesöff versorgt. Es ist derjenige, der Julia und mir den ganzen Winter lang in der Heinefabrik eine Heimat bietet, wo wir über die digitalen Möglichkeiten, die wir 400 Unternehmerinnen bald in der IHK in Frankfurt auch beibringen werden, der uns es ermöglicht, frisch, fromm und frei mit viel Kohle auf dem Konto wieder in der AFIP zu starten. Einen herzlichen Applaus für Julian Flockton. Julian, walte deines Amtes, ich bitte die Gläser hoch. Genau, derweil erkläre ich noch mal kurz die Regeln. Wir haben ein sechsründiges Programm vorgesehen. Mit jeder Runde erhalten Sie ein neues Getränk. Damit ist die Runde dann. Wir beginnen mit Wasser, mal schauen, was als nächstes kommt. Wir werden pro Runde Ihnen Fragen stellen. Sie haben dann jeweils eine Minute Zeit. Unsere Schiedsrichterin wird das streng verfolgen, damit wir hier nicht ausschweifen. Es ertönt dann wahlweise die Hupe oder der Gong, wenn die Minute vorbei ist. Und dann geht es zum nächsten Kandidaten. Wir werden am Ende der sechs Runden mit einem kleinen Applaus abstimmen, wer sich hier am besten geschlagen hat. Und sie danach dann von der Bühne stoßen und dem Publikum zum Fraßkorb werfen. Das heißt, wir würden diese sechs Runden sehr tapf und stringent durchziehen und danach sind die Kandidaten dann offen für alle Fragen aus dem Publikum. Da können sie sich dann austoben. Bevor wir anfangen, nochmal vielen Dank, dass Sie alle erschienen sind, also Sie, die Sie hier sitzen, erschienen sind. Vielen Dank für Ihren Mut, weil Sie wussten tatsächlich alle nicht genau, was Sie hier erwartet. Sie wissen, glaube ich, immer noch nicht genau, was Sie jetzt erwartet. Das wird lustig. Genau, wir haben uns nämlich gedacht, Ihre parteipolitischen Hintergründe und Versprechungen kann man ja zur Genüge im Internet nachlesen und auf anderen Veranstaltungen hören. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie heute ein bisschen menschlich kennenlernen könnten. Deswegen haben wir uns ein paar nette Fragen ausgedacht, die eher so auf Ihre Persönlichkeit abzielen. Ich habe so eine kleine organisatorische Frage. Funktioniert der Tusch überhaupt?
los. Herr Schwenke, wer sind Sie? Was wollten Sie werden, als Sie klein waren? Und was ist Ihr persönlicher großer Traum? Eine Minute ab jetzt. Go! Ich bin Offenbacher Bub, was wollte ich werden, als ich klein war? So viele Sachen, dass es für eine Minute fast nicht reicht, aber was mein ausstehender Lebenstraum, vielleicht mal unabhängig von der Oberbürgermeisterwahl, ich glaube, das hat ja jeder jetzt schon mitgekriegt, ist, ich würde, glaube ich, gerne einmal in meinem Leben eine Eisdiele besitzen. Wenn das noch klappt, dann hat sich mein Leben gelohnt. Ja. Super, vielen Dank. Frau Kreis. Wer sind Sie? Was wollten Sie werden, als Sie klein waren? Und Ihr persönlicher großer Traum? Also, mein Name ist Elke Kreis. Wer bin ich? Versuche ich noch zu ergründen. Ich wechsle ab und zu mal die Rollen, wenn mir langweilig wird. Ansonsten wollte ich Schauspielerin werden, natürlich eine ganz große Karriere machen als Kind. Und ich habe mit 8 Jahren einen ersten Liebesbrief an Elvis Presley geschrieben und den hat mein Bruder in der Schule verteilt. Das war sozusagen der erste Karriereknick. Vielen Dank. Und ich möchte gerne eine Buchhandlung haben noch. Das fände ich schön. Eine Buchhandlung. Einen herzlichen Applaus. Von der Lieben. Herr Schneider, jetzt sind Sie dran. Sie wissen ja jetzt schon ungefähr, was kommt. Also, wer sind Sie? Was wollten Sie werden, als Sie klein waren? Und was ist Ihr persönlicher großer Traum, unabhängig jetzt von Politik? Also ich bin, glaube ich, ein Weltverbesserer, so von klein auf. Ich wollte immer Gerechtigkeit und wollte immer irgendwo was ändern und mich einbringen, da wo ich bin. Ich wollte mal Pilot werden, ich wollte mal Jurist werden, aber ich wurde Lehrer und das war auch ganz gut so. Und meine größten Träume sind eigentlich in Erfüllung gegangen. Von daher sage ich einfach mal, ich würde gerne mal eine grüne Bundeskanzlerin sehen. Das ist sie ja jetzt schon, habe ich gehört. Von den Themen, die sie abräumt, ja. Herr Schenol. Musin Schenol von Forum Neues Offenbach. Wer sind Sie? Das habe ich jetzt zumindest schon ein bisschen mitbekommen. Das finde ich ganz sympathisch. Was wollten Sie werden, als Sie klein waren? Und was ist Ihr persönlicher Traum? Wer ich bin? Ich bin ein Bub dieser Straße hier. Ich bin in der Bernhardstraße groß geworden. Was ich werden will, wollte, hat eigentlich das Polizeipräsidium hier vorne bestimmt, die Polizeistation, weil es genau neben meiner Schule war. Ich wollte Polizist werden. Aber irgendwann habe ich gesagt, nee, ist nicht mein Linkuniform. Und der größte Traum, den ich mir noch gerne erfüllen will, ist ein Bauernhof in der Nähe von Offenbach zu besitzen. Vielen Dank. Dann können Sie das Mikro gleich weiterreichen an den Letzten jetzt in dieser Runde, in dieser ersten Runde. Ja, wer sind Sie? Die gleichen Fragen. Ich hätte überlegen können. Ich dachte, jetzt kommt, weil ihr gesagt habt, ihr werdet gemein. Ja, das kommt noch. Wir steigern uns zunehmend. Also, ich bin Helge Herget und werden wollte ich eigentlich schon 1000 Sachen. Von Lokomotivführer über Förster, Zahntechniker. Also ich hatte da eigentlich die unmöglichsten Dinge und die haben sich auch immer dauernd geändert. Und ja, was ich werden will, Bürgermeister, Oberbürgermeister, Bürgermeister für die Bürger und ist das auch Ihr persönlicher Traum oder haben Sie noch, noch andere Träume darüber hinaus? Also darüber hinaus, ich bin leidenschaftlicher Tango-Tänzer. Was stimmt, ich unwahrscheinlich gerne würde, wäre richtig gut Tango tanzen. Und dann, da ich ja so viele Leidenschaften habe, ich bin auch ein Apfelfreund. Ich habe eine schöne Wiese gekauft, habe Apfelbäume gepflanzt und habe gemerkt, Mann, 20 Jahre, du bist Opa, bis die Äpfel richtig gut sind. Dann habe ich noch eine Streuobstwiese, eine fertige gekauft. Das Ergebnis, im letzten Jahr Ungeziefer, in diesem Jahr Frost, also ich habe keine Äpfel. Wir kälten auf dem Buchhügel. Herzlichen Dank für die erste Runde. Ich brauche noch 5 Sekunden. Raus! Raus! Also... einen herzlichen Applaus für Annette! Ich brauche im Herbst Äpfel!
ich habe tatsächlich auch ein Kunststück, da können wir mal ins Gespräch kommen hinterher. Ja, und hängen da was drauf dieses Jahr? Das weiß ich noch nicht, aber das können wir rausfinden. Da komme ich drauf zurück. Ansonsten für alle anderen, die auch gerne Tango tanzen wollen, einmal im Monat gibt es hier eine wunderbare Tango-Veranstaltung, Milonga Libre. Da können Sie gerne alle vorbeikommen und mit Herrn Herget Tango tanzen. So, und jetzt austrinken. Die nächste Runde von unserem Beach Boy Julian Flocken steht an. Einen herzlichen Applaus für unsere Gäste. Jetzt am Anfang, die können es nicht alle merken, das ist nämlich nur Inhalte Nummer ein Thema. Und dann gehen wir einfach durch die Reihe weg und jeder sagt zwei Sätze dazu. Zwei? Maximal zwei Sätze. Vielleicht auch drei, aber mehr nicht. Genau. Ja, ja. Also, was uns natürlich brennend interessiert, ist die innenpolitische Sicht aller und so weiter und so fort. Aber das stimmt gar nicht. Also, was wir wissen wollen, ist, warum du natürlich, immer wer der fragt. Außerdem hast du das Mikro in der Hand. Warum ist es gut, dass mit Doppel-S, Robert, es die AFIP gibt? Ich gehe davon aus, dass wir hier auf jeden Fall das lustigste Duell während der gesamten OB-Wahl haben werden, und damit hat sich die AFIP schon für die ganze Legislatur von 6 Jahren gelohnt. Ja. Weil es wunderbar ist, interdisziplinäre Prozesse mitzugestalten. Dabei Neues zu erfahren, weil dabei Emotionen entstehen, die einfach gut sind. Weil ich für eine Tango-Melonga nicht nach Frankfurt fahren muss, weil Offenbach auch Kultur hat. Weil man den Tunnelblick dank der AFIP verliert und nicht am Ende des Tages ist. Ja, weil wir ja Kultur und Kreativität so lustig gelebt wird, dass ich ganz begeistert bin. Dann können Sie das Mikro gleich in der Hand behalten, weil es geht direkt mit einer Schnellrunde weiter. Nein, das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Also wir haben ihn extra engagiert, ihr müsst jetzt austrinken. Ach, Entschuldigung. Einen herzlichen Applaus für Annette! Runterschlucken. Total flott. Alle gucken die Julia an. Frau Kreis, Döner oder Schnitzel? Schnitzel. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Star Wars oder Star Trek? Star Trek. Eintracht oder Kickers? Kickers. Oh. Digital oder analog? Digital. Ja, da müssen Sie jetzt so schnell austrinken, weil jetzt ist schon die nächste Runde. Selbst für Sie,
Applaus für unser Publikum. Es ist ganz großartig, dass ihr hier seid. So, runter jetzt mit der Soße. Das können Sie sich ja über die Runde noch aufheben. Die wird nämlich jetzt ein bisschen länger als die letzte Runde. Also wir haben ein bisschen Zeit, den Rotwein zu genießen. Diesmal ist es wieder die gleiche Frage für alle, aber es gibt einen kleinen Kniff dabei. Also, ich erkläre es kurz. Sie dürfen jetzt... ich lese auch nicht. Also, ich fange einfach mal mit dem Herrn Schneider. Wen aus dieser Runde hier würden Sie beim Wahlkampf unterstützen und warum? Die Elke Kreis, weil sie sympathisch ist und weil sie eine Frau ist, von der ich glaube, dass sie authentisch und gut Politik macht. Annette. Frage ja jetzt, wir können das jetzt einfach weiterstellen. Helge, du als alter Tango-Befürworter, und ich kann euch sagen, es ist ganz großartig, hier Tango zu tanzen. Ich habe schon so irrsinnige Sachen erlebt. Und ich habe mit der Lehrerin getanzt und ich habe gedacht, ich fliege im siebten Himmel. Also einen kleinen Applaus für Leonie Müller, das ist doch drin, oder? Hm? Wen aus dieser Runde würdest du beim Wahlkampf unterstützen und warum? Also wenn ich nicht mehr auf dem Wahlzettel stehe, habe ich in der Wahlkabine ein echtes Problem. Wen ich unterstützen würde, das müsste ich mir noch genau überlegen. Da müsste ich nämlich dann bei der Wahl, also wenn ich nicht in die Stichwahl käme, dann würde ich mit jedem der Herren oder der Damen erstmal ein Gespräch führen, was für eine Einstellung sie zu bestimmten Sachen in der Stadt haben. Das wissen Sie jetzt nicht. Bei Politikern ist das so, dass sich dann manche Dinge auch auf einmal ändern. Gut, und wenn Sie jetzt trotzdem spontan jemand wählen müssen, so einfach rein menschlich? Keine Chance. Einen herzlichen Applaus! Gut, Frau Kreis. Ich krieg halt nachher wenig Applaus, aber so ist es. Mikro. Ja, Sie müssen jetzt nicht den Herrn Schneider nehmen, Sie können auch jemand anderes. Ich hab die Qual der Wahl, weil so sympathische Männer, für wen soll ich mich entscheiden? Und deshalb würde ich mich politisch entscheiden und zwar für Felix Schwenke, weil er mit mir in der Oppositionspartei ist. Nicht in der selten, aber doch in der Opposition. Und dann hätten wir wieder so ein schöneres Gleichgewicht. Einen herzlichen Applaus. Musik? Ich möchte gern wissen, wie das hier bei dir abläuft. Ja, ich würde mich für jemanden entscheiden, der politisch noch nicht befleckt ist in Offenbach, der neue Politik betreiben will, vielleicht neue Visionen mit ins Rathaus bringt. Ja, könnte klappen. Ich denke, ich würde dem Piraten eine Chance geben. Felix, wie schaut's aus? Also wenn es eine Stichwahl zwischen Elke Kreis und Peter Schneider wäre, es geht ja dann darum, dass ich nicht mehr dabei wäre, dann wäre es besonders schwer. Ich glaube, dann würde ich die Elke aus persönlicher Motivation wählen, weil ich es dann auch gut fände, wenn eine Frau gewinnen würde. Wenn es aber der realistische Fall wäre, dass ich eben nicht dabei wäre, aber Peter Schneider, ich war mein ganzes Leben Rot-Grüner, dann würde ich auch Peter Schneider unterstützen. Ja. Also ich bin wieder genauso schlau wie vorher. Und ich tanze nicht mit Männern. So, bitte austreten. Das war die Runde 4. Nochmal ein Applaus für alle, während Sie den Rotwein jetzt haben. Runter mit dem Schluck. Wo ist
ist unser Nummern-Girl. Ah, da. Einen herzlichen Applaus für Julia Köppel! Ich sag Ihnen, Sie können diesen kleinen Schluck jetzt auch gebrauchen, weil jetzt geht's nämlich richtig zur Sache. Kommen wir nun zum Offenbacher Kanzlerduell. OB Battle Deluxe. Wir haben hier einen kleinen, aber feinen Ring aufgebaut, der ein bisschen nachlässt schon, aber gut. Wir werden jetzt immer zwei von Ihnen, das wird leider jetzt nicht aufgehen, weil wir eigentlich ja mit 6 Personen gerechnet haben, aber einer darf gerne auch doppelt, wenn er möchte. Wir werden immer zwei von Ihnen hier nach vorne mit. Ja, dann jeder einmal gegen jeden, dann geht's auf. Ja, das würde ein bisschen den Rahmen sprengen, deswegen haben wir uns ein paar spannende Gruppierungen ausgedacht. Wir würden als erstes SPD und Piraten, also Herr Schwenke, Herr Herget, bitte mal nach vorne. Mit Mikro, genau, nehmen Sie mit. So, Sie dürfen sich auch anfassen, aber nicht schubsen, ne? Tango zusammen tanzen. Er kann die Damenschöne ziemlich schlecht. So, jetzt. Höchste Konzentration, das ist jetzt wirklich nicht einfach. Okay. Die ganze Zeit. Nicht? Oh nein, bisher war das ja. Also, Sie dürfen jetzt gemeinsam eine Utopie formulieren für Offenbach. Ja. Aber immer abwechselnd. Jeder ein Wort. Immer der eine, dann der andere. Der eine, dann der andere. Genau, Sie können eine Utopie formulieren. Die wird sehr interessant sich entwickeln, weil Sie ja immer nicht genau wissen, was der andere dann sagt. Aber wir sind gespannt, was da rauskommt. Ich gebe Ihnen mal eine gute Vorlage. Genossenschaftsmodell. Wäre? Gut. Offenbar. Wenn? Es durchgesetzt würde politisch. Durchgesetzt. Ist auch zwei Worte. Für diejenigen, die. Okay, stopp, der Helge kriegt jetzt mal einen Strafwodka. Alternative für Deutschland und die Linke auf die Bühne. Das macht nichts. Einen herzlichen Applaus. Das ist meins. Warte, Moment. Hier ist das Mikro. Ich bediene jetzt beides. Nein. Schließen Sie kurz Ihre Augen. Es passiert Ihnen nichts. Es passiert Ihnen nichts. Stellen Sie sich vor. Und stellen Sie sich etwas vor, Sie wissen schon, Ihr Gegenüber. Ja. Und sagen Sie uns nun in unter einer Minute, weil sonst wird es wieder so trashig laut, was schätzen Sie an Ihrem Gegenüber? Das ist ganz schnell. Man darf auch schweigen. Das ist ganz schnell zusammengefasst, gar nichts. Ja.
haben wir jetzt noch die letzte Paarung und zwar Grüne und Forum Neues Offenbach. Bitte in den Ring. So, Sie haben jetzt jeweils eine Minute Zeit. Wir fangen mit einem an. Wir fangen gleich mit Herrn Schneider an. Ha, jetzt wird es interessant. Herr Schneider, stellen Sie doch bitte das gegnerische Parteiprogramm vor. Und überzeugen. Ab jetzt. Also Forum Neues Offenbach ist dafür da, eine politische Kraft in Offenbach zu werden, die was für die Integration tut, aber nicht die Integration so versteht, dass die Menschen in der Gesellschaft aufgehen, sondern sie sollen ihre eigene Identität behalten und sie sollen mitreden können. Und das auf der Grundlage dessen, was sie als Tradition und alte Werte aus ihrer Heimat auch noch kennen. Nicht schlecht. Möchten Sie wechseln vielleicht? Also ich habe mich in die Rolle rein. Ja, ja, sehr. Schauspieler, die in Kriminellen spielen, wollen ja auch nicht Kriminelle werden. Okay. Jetzt sagt der Retour, bitte. So, eine Minute. Das gegnerische Parteiprogramm, bitte. So, die Grünen stehen eigentlich dafür, sich anarchistisch gegen das vorhandene System immer zu wehren. Und immer unter dem Gesichtspunkt, die Natur zu schützen, die Umwelt zu schützen, Mülltrennung zu betreiben, wirtschaftlich nur durch ökologische Produkte zu erwirtschaften. Mehr fällt mir eigentlich zurzeit nichts ein. Ein neues Getränk. Wir haben die Flasche umgefüllt. Die Prozente sind jetzt angestiegen. Einen herzlichen Applaus für Julian Flocken und Annette Andres. So, wir haben es gleich geschafft. Die letzte Runde steht an. Und wir werden danach, wie schon angekündigt, die Kandidaten dann ins Publikum schmeißen und dann können sie machen, was auch immer sie wollen. Tanken, tanzen, oder? Also ich habe jetzt wochenlang diesem 1. Juli-Wochenende zugesehen und es kam immer näher und ich wusste immer, es kann mir nichts passieren. Und wisst ihr warum? Nein! Julia Diehl! So, ihr habt es euch ja alle gewünscht. Wir wollen jetzt also ausführlich das Parteiprogramm hören. Dein Wind macht ganz komische Geräusche. Wir haben uns also jetzt den ganzen Abend Zeit genommen und jetzt möchten wir es von jedem von euch wissen und wir haben wieder nur eine Minute Zeit. Die vorletzte Frage, die letzte richtet sich ans Publikum, lautet... Felix, die Affe gehört für ein Jahr dir. Was passiert? Also, genau. Als erstes wird also das Warenangebot auch im Eis ergänzt, auf jeden Fall. Sabine, einen herzlichen Applaus für das Eis. Einen herzlichen Applaus. Also klugerweise sollte man ja nicht alles verändern, ist jedenfalls immer mein Ansatz. Und deshalb würde ich als erstes das Gespräch mit dir suchen, um mal zu erfahren, was aus deiner Sicht besonders erfolgreich und gut hier war. Das würde ich dann versuchen fortzusetzen. Und darüber hinaus ist das eine Frage, die mich dermaßen überrascht, dass ich dann erstmal 24 Stunden bräuchte und nicht 24 Sekunden, um mir in aller Ruhe ein gutes Konzept zu machen. Herzlichen Applaus!
würde ich sagen, gehen wir einfach die Runde durch. Herr Schneider, was würden Sie machen, wenn Sie ein Jahr die AFIM zur Verfügung hätten? Ganz im Ernst, ich würde mir eine Gruppe von Leuten suchen, die sowas können und vor allen Dingen wissen und machen lassen und vor allen Dingen wissen, dass sie kein fertiges Konzept haben dürfen. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, dann entsteht hier was aus dem Augenblick und aus der Spontanität heraus und nicht daraus, dass jemand ein Konzept macht, ein Wahlprogramm oder sonst irgendwas und sich dann schön aussucht, was da passieren soll. Nein, da braucht man eine Gruppe von Menschen, die ganz neue Ideen haben, so wie ihr das seid. Herzlichen Dank, was ich sage. Das ist so wie ihr das seid, hat er gesagt. Helge, dir gehört die AFIM für ein Jahr. Du warst auch schon mal im Keller, stimmt's? Ich komme auf dich zu. Das Angebot steht. Wir sind ja hier bei Utopien, ne? Das ist, ich bin hypothetischer Realist. Ah, ja. Er baut eine neue Toilette. Also wir machen ja sowieso extrem viele Sachen und brauchen auch immer viele Räume. Wir machen Tango-Café in Locomotion in Biber, wir machen Kältefeste auf dem Buchhügel. Wir haben eigentlich immer Bedarf an Räumen, die wir bespielen können, mit allen möglichen Dingen. Also wenn ich deine Arbeit ein Jahr hätte, die würde ich mit ziemlich viel Kultur, mit Bands, ich habe so, sag mal so, du hast sowieso keine Chance. Demnächst tritt hier auf entweder Papas C, Tango Waggon oder Café Tina, kriegst du Live-Musik rein. Und wenn ich das hier machen könnte, dann würdest du hier sowieso... Quattro Nuevo? Wir nehmen Lokale. Bands. Wir nehmen Nee, also das wäre wirklich, sagen wir mal, das ist klasse. Das ist hier ein Raum und man kann den wirklich mit Dingen füllen. Und so Räume muss man suchen. Und wir haben hier, wie gesagt, mit Locomotion und anderen Dingen... Ich würde erstmal euch auf euren Posten stehen lassen. Weil ich glaub, das mit Bezahlung? Ja! Ja! Ich denke, ihr seid schon die Richtigen, die Entwicklung hier voranzutreiben als ich. Ich denke, ich würde nur meinen Part dazu beitragen und sagen, hier, was denkt ihr noch darüber? Aber wo ich AFIM auf jeden Fall verändern würde, ich würde euch mehr ins Bürgerpflicht nehmen und eure Kreativität auch wirklich in die Stadt dann komplett umsetzen wollen. Super, 2.500 Euro natürlich. Dann ist die Kreativität perfekt. Frau Kreis. Ja, wenn ich euch übernehmen würde, würde ich euch sagen, macht ihr mal nur so weiter. Und im Übrigen möchte ich, dass Woodstock nach Offenbach kommt. Ja! Damit sind die Kandidaten jetzt von ihrer Pflicht befreit. Jetzt ist das Publikum dran. Aber wir brauchen Wodka. Achso, ja, die Runde... Na, nicht ihr, wir! Genau, wie schon angekündigt, werden wir jetzt mit einem kurzen Applausbarometer abstimmen. Wer sich hier am besten geschlagen hat, natürlich rein menschlich, Parteisympathien jetzt mal kurz ausschalten. Ich weiß, das fällt der Fangemeinde hier schwer, aber... Fangen wir auf der anderen Seite an? Fangen wir bei Frau Kreis an. Frau Kreis, kommen Sie hier vor. Applaus bitte jetzt! Herzlichen Dank. Sie finden Frau Kreis irgendwo hier, ich glaube an der Bar, weil da läuft es bei uns dann am besten. Vielen herzlichen Dank. Einen herzlichen Applaus. Herr Schenoll, bitte, das ist Ihr Applaus. Sie dürfen den auch genießen.
Ich weiß nicht, Annette, du hast jetzt so einen Vergleichswert, ja? Es tut sich schon. Sehr gut. Aber sie noch nicht. Vielen herzlichen Dank. Helge Hergelt von mir. Ist das geeicht? Auf die Plätze. Einen. Fertig. Los. Stehen. Also. So, Herr Schwenke, ob Sie das jetzt noch toppen können? Das ist ja nicht schon belegt. Ihr Applaus, bitte jetzt! Schlägst du vor, wir sollen vielleicht die mal aus unserem Tiny Talk Eimer ziehen lassen und vielleicht spontan Rede halten? Wollt ihr noch eine Zugabe? Ja! Eine Zugabe? Wollt ihr eine Zugabe? Also, wer sind denn die zwei, die stechen müssen? Okay, alles klar. Oder? Das waren doch, oder? Ich krieg doch richtig, oder? Oder? Eine Helge? Sachen ausgedacht, die man vielleicht als Utopie in der Zukunft sich vorstellen könnte. Und ihr habt jetzt gleich die Chance, auch wieder in einer Minute auszumalen, was da auf dem Zettel steht. Was ist... Mache ich eigentlich die Geräusche? Ja. Euch auszumalen, was wäre die Utopie? Wie würde die Zukunft aussehen, wenn das, was da draufsteht, real werden würde? Dann raten, was es ist. Oder? Nein, sie werden euch erzählen, was die Utopie sein wird. Es darf utopisch sein, ne? Also gut realistisch sein. Bitte, Herr Schneider. Also auf meinem Zettel steht Welt ohne Religion. Und eine Welt ohne Religion, da fällt mir sofort John Lennon ein. Imagine. Völlig klar, wenn man die Welt sich anschaut, dann sieht man, dass insbesondere die harten Konflikte immer entlang von religiösen Grenzen gefochten werden. Und eine Welt ohne Religion wäre eine Welt, die Religion durch etwas anderes ersetzen würde, nämlich durch Mitmenschlichkeit, durch Solidarität, durch ein gemeinsames Verständnis davon, wie man diese Welt entwickeln will. Und das stelle ich mir super toll vor. Religion zu überwinden heißt aber auch, Menschen etwas wegzunehmen, was ihnen wichtig ist. Das heißt, man kann es nicht einfach wegnehmen, sondern man muss an dessen Stelle etwas setzen, woran alle glauben, nämlich eine Welt, die wir gemeinsam toll gestalten können. Design und jetzt ist der Moment, in dem sich rächt, dass ich in der Schule Kunst abgegeben habe. Aber immerhin habe ich heute. Nee, ich
ich muss es schon alleine versuchen. Man muss, als Kandidat muss man im Zweifel auch vor offenem Publikum verlieren können. Wobei ich habe einen Bonuspunkt. Ich habe heute schon einen Grünen dazu gebracht, nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß herzukommen. Und er hat gerade für Peter Schneider ganz laut gepfiffen. Ja? Also, ja, aber fall mir denn ins Wort, sonst muss ich auch eintrinken. Also World Center Design, ich glaube, Kunst soll ja eigentlich frei sein, aber ich glaube, was in jedem Fall wichtig ist, dass Kunst auch mal einen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben der Menschen leistet und sich nicht nur als was völlig Abstraktes versteht, was völlig abgehoben ist vom Zusammenleben der Menschen. Und wenn wir auf die Welt gucken, dann gibt es, glaube ich, immer noch viel zu viele Konflikte, viel zu viele Menschen, die auf der Flucht sind, die ihre Heimat verlieren, die kein Zuhause haben. Wir sehen Wasserknappheit in Zukunft voraus, wir haben den Klimawandel und ich glaube, wenn Kunst dazu beitragen kann, dass Menschen sich verstehen, dass Religion, Hautfarbe, Herkunft keine Rolle spielt und alle in Verständigung und Respekt die Würde des Menschen so tastbar einander begegnen, dann wäre Kunst auch was gewesen, was ich in der Oberstufe nicht abgewählt hätte. Christoph Bertsch, interkulturelle Perspektiven. Wenn Sie Lust haben, morgen um 12 wird er hier sprechen. Da geht es nämlich genau um diese Aufgabe der Kunst. Also wie kriegt man mit Kunst Menschen dazu, sich über genau solche Themen Also bei mir in der Schule ist es immer nur, du hast das Bild falsch interpretiert. Also, was ist jetzt los? Hallo? Ja. Ja, also, und was ist jetzt mit dem Publikum? Links oder rechts? Okay. Also, wir brauchen also Nummern gehört. Schulchenflocken, einen tollen Applaus, wir brauchen Nachschenken. Gut, also, die sträuben sich. Jetzt in die Freiheit oder möchtet ihr gerne noch für links oder rechts plädieren? Rot oder grün? Rot oder grün? Nein. Orange oder was? Ja, rot und grün gibt orange. Rot und grün gibt orange. Scheiße, ich weiß auch nicht mehr. Also, Schiri, was sagst du? Sabine, der Klatsch nach den jeweiligen Beiträgen, darfst du schon Gewinner? Dann verkünden wir jetzt den Gewinner. Grün. Also in weißer Voraussicht habe ich allen Kandidaten zum Sommerfest abgesagt. Das Sommerfest der Grünen findet hier statt. Großartig. Weil 12 Uhr war gut gemeint, wir wollen aber auch die Professorin Krajewski. Genau. Sie behilft bei der digitalen Revolution. Genau, vielleicht noch kurz, wenn jetzt hier noch alle so schön beisammen sind. Erst nochmal vielen Dank an die Kandidaten, Sie sind hier mit der Klasse. Sie dürfen sich